Die neue Börsenwoche diesmal ohne Mick, der sich nochmal ein paar Tage Urlaub gönnt. Aber natürlich halte ich Sie über das, was war und das, was sein wird, jetzt auf dem Laufenden. Gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche hier auf Aktienlust TV. Ja, und heute müssen Sie ausnahmsweise mal mit mir allein hier Vorlieb nehmen. Der Mick hat sich noch ein paar Tage Urlaub gegönnt. Er möchte nochmal seine Familie im Rheinland besuchen. Es sei ihm gegönnt und bei diesen Temperaturen da draußen, denke ich, wird er auch nochmal ein paar Stunden Sonne tanken, das ein oder andere kühle Getränk zu sich nehmen und im Kreise seiner Liebsten da ein paar Stunden verbringen. Ja, an der Börse geht es nicht ganz so heiß heute zum Wochenstart zu, eher ein gemächlicher Auftakt. Ja, die Vorgaben sind ja gemischt. Einerseits haben wir letzte Woche ein bisschen Druck auf dem Markt gehabt, gerade im Technologiebereich wurden doch mal Gewinne mitgenommen. Da ging es ja auch um dieses neue Corona-Paket, wo man ja eine Einigung angestrebt hat. Die kam dann nicht zustande, da hätte man denken können, oh, zum Wochenstart könnte es negativ werden. Aber dann hat Donald Trump gesagt, okay, dann mache ich das eben allein. Und per Dekret will er jetzt alle möglichen Hilfsmöglichkeiten außerhalb der Einigungspflicht nutzen, um einfach Geld an die amerikanischen Bürger zu verteilen. Es geht natürlich hier auch um Wahlkampf. Schließlich will er im November wieder gewählt werden. Also dieses Thema bleibt natürlich spannend, genauso wie dieser Konflikt mit China, der ja wieder neu hochkocht. Da geht es auch um Hongkong. Ja, die Amerikaner, die machen Maßnahmen gegen Diplomaten der Chinesen. Die Chinesen schlagen jetzt zurück. Die Amerikaner wollen des chinesischen Unternehmen schwer machen, die an der Wall Street gelistet sind und bis jetzt so ein bisschen einen Sonderstatus hatten, was auch die Prüfungsmechanismen angeht. Jetzt soll das an amerikanische Verhältnisse angeglichen werden. Dagegen protestiert wiederum China. Viele chinesische Unternehmen machen schon einen Zweitlisting in Hongkong. Aber wie gesagt, das sind Prozesse, die dauern noch ein paar Monate, Jahre eher, bis das mal wirklich vonstatten geht. Also von daher, da muss jetzt nicht unbedingt wirklich da bei Anlegern, die da investiert sind in Alibaba und Co., da jetzt Aktionismus herrschen. Aber natürlich diese Stimmung, die drückt. Und das ist so etwas grundsätzlich, was wir jetzt nach der Berichtssaison vielleicht vor uns haben, nämlich ja diese jetzt allmählich nachlassenden Impulse auf den hohen Niveaus. Und wenn wir uns jetzt gleich ein paar Charts anschauen, da sieht man ganz klar, dass die Luft da sicherlich auch dünner wird. Und die Frage ist natürlich, wie positioniere ich mich dann in diesem Umfeld? Weiter kaufen, weiter voll investiert sein oder vielleicht doch mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen? Ja, viele Unternehmensgründer machen es. Man hat ja auch jetzt gesehen, dass viele Großaktionäre mal ein bisschen Kasse gemacht haben. Ob das Jeff Bezos ist von Amazon oder auch andere. Da wurde mal ein bisschen was an die Seite gestellt. Nicht viel, aber man will sicherlich da auch vielleicht das Gute, das hohe Niveau nutzen, ein bisschen die eigene Schlagkraft zu erhöhen. Ja, Warren Buffett kauft sich wiederum bei Bank of America ein, etwas ungewöhnlich. Vorher hat er bei Goldman Sachs ein bisschen was verkauft. Also da ist auch keine richtige Strategie aktuell zu erkennen. Das meiste seiner liquiden Mittel bleibt an der Seitenlinie. Er sieht sicherlich aktuell auch nicht unbedingt die großen Schnäppchen. Und das ist das, was auch die Woche ansteht. Letzte Woche ja unter dem Strich sehr positiv. Der DAX mit einem Plus von knapp 3% aus dem Handel gegangen. TechDAX 1,7%, aber auch in den USA, die Nasdaq mit einem Plus von 2,5%, trotz der Gewinnmitnahme am Freitag und immerhin der Dow Jones sogar mit einem Wochenplus von 3,8%. Das ist schon aktuell enorm. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Charts werfen, Bilder sagen ja oft mehr als 1000 Worte, da sieht man schon, dass man da vielleicht aktuell ein bisschen vorsichtiger werden sollte. Ja, der DAX nach wie vor in der Konsolidierung, nach dem fulminanten Anstieg jetzt der letzten Woche, jetzt zuletzt eher Kraft sammelt für den nächsten Gipfelsturm. Denn die alten Höchststände natürlich, 13.500 etwas darüber, die sind ja nicht allzu weit entfernt. Da reichen ja 3, 4 gute Tage, um da in diese Regionen vorzustoßen. Aber ob das jetzt natürlich kurzfristig über den Sommer hinweg
geschieht, das wage ich einfach zu bezweifeln. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt einen Blick auf die amerikanischen Indizes werfen. Schauen Sie sich den Nasdaq Composite an. Der läuft eigentlich seit Jahren in einem Trendkanal, der jetzt im März mal kurz unterschritten wurde und aus dem er jetzt nach oben so leicht herausgetreten ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, auch wenn Sie sich den Abstand zur 200-Tage-Linie mal nehmen, die läuft bei 9.200 Punkte. Ja, das ist natürlich immens unterhalb der aktuellen Niveaus. Normalerweise werden diese Lücken immer mal wieder geschlossen. Und da würde sich eigentlich das aktuelle Niveau mal anbieten, zumindest in eine Seitwärtskonsolidierung überzugehen, bis die 200-Tage-Linie danach zieht. Aber das kann natürlich Wochen, Monate dauern. Sinnigerweise oder sinnvoller wäre mal eine Korrektur, mal um 10% wenigstens, damit man diese Relationen wieder ansatzweise in gesundes Maß bringt. Dann würde man sich dann auch wieder irgendwo in dem Trendkanal bewegen, was dann perspektivisch dann auch okay wäre. Ja, beim S&P, ja, da läuft es möglicherweise auch auf eine Doppelspitze erstmal hinaus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt im Sommer wirklich da neue Spitzen ausbilden und auch noch darüber hinwegschießen vor dem aktuellen Nachrichtenhintergrund, der ja auch mit vielen Unwegsamkeiten einhergeht. Das gilt es natürlich zu beobachten. Ja, nicht zu beobachten ist natürlich die Entwicklung beim Goldpreis. Und wenn Sie hier diesen langfristigen Chart sehen, da sehen Sie wirklich diese vorbildliche Untertasse, die sich da ausgebildet hat, mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Natürlich auch hier mittlerweile Konsolidierungsbedarf vorhanden. Der Abstand ja auch hier zum inneren Trend der 200-Tage-Linie inzwischen enorm hoch. Die verläuft bei 1668 Dollar. Und wie gesagt, der Goldpreis längst über 2000 Dollar. Das ist natürlich die Flucht in Sicherheit. Und das ist auch etwas, was durchaus auch ein langer Trend werden wird. Da sind wir ja von überzeugt, dass der Goldpreis durchaus das Potenzial hat, auch auf 3.000 Dollar zu laufen. Die Geldentwertung ist natürlich der Faktor, der Anlagekapital eben zum einen zuletzt in die großen Technologieaktien geführt hat, zum anderen zunehmend auch in Edelmetalle. Und das ist auch der Trend, der weiter sich fortsetzen wird. Deswegen, wenn wir eine Korrektur an den Aktienmärkten mal bekommen, dann ist das kein Grund, gänzlich die Seite zu wechseln, sondern das ist dann mal wieder eine Gelegenheit, mehr zu investieren, dann auch die Liquiditätsreserve zu nehmen und dann nachzukaufen. Und das werden wir hier natürlich für Sie aktiv begleiten. Also gehen Sie mit angezogener Handbremse in die neue Börsenwoche. Wir bleiben natürlich hier am Ball. Spätestens Mittwoch ist dann der MIG auch wieder im Land. Und dann schauen wir weiter. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Jürgen Schmidt.